Wir wollen uns in diesem Video mit dem wichtigsten mechanischen Energiespeicher beschäftigen, dem Pumpspeicherkraftwerk. Genutzt wird beim Pumpspeicherkraftwerk die potenzielle Energie, das heißt also das Heben des Wassers auf ein höheres Niveau in ein Oberbecken, um Energie zu speichern, beziehungsweise das Ablassen des Wassers aus einem Oberbecken in das Unterbecken, um eine Turbine anzutreiben. Wie sieht das also prinzipiell aus? Wir haben also das Oberbecken mit dem Abfluss. Hier ist das Wasser in dem Oberbecken gespeichert. Das kann nun herunterfließen auf ein niedrigeres Niveau. Dabei gewinnt das Wasser natürlich an Fließgeschwindigkeit. Wir haben dann am Fuß des Berges dann das Maschinenhaus mit der Turbine. Das heißt, das hier ist die Turbine, die angetrieben wird durch das vorbeiströmende Wasser. Dabei wird ein Generator angetrieben und der erzeugt elektrische Energie, die ins Netz eingespeist wird. Und das Wasser strömt dann in ein Unterbecken. Das heißt also, das Wasser befindet sich dann auf einem niedrigeren Niveau. Hier das Unterbecken und hier oben ist das Oberbecken. Auf der rechten Seite zu sehen ist das Bild des Oberbeckens des Pumpspeicherkraftwerks in Vianden an der Grenze zwischen Luxemburg und Deutschland. Das heißt, hier wird das Wasser in dem Oberbecken gespeichert und kann dann abgelassen werden, das heißt, also auf das niedrige Niveau gebracht werden. Genutzt wird dabei die potenzielle Energie, die sich ergibt aus der Masse, der Erdbeschleunigung und dem Höhenunterschied. Wir haben also hier, das hier ist also der Höhenunterschied H zwischen Oberbecken und Unterbecken, der dann genutzt werden kann. Und die Masse ist über die Dichte mit dem Volumen verknüpft. Das heißt, also wir bekommen damit eine potenzielle Energie von O mal V mal G mal H mit der Erdbeschleunigung 10 Meter pro Sekunde Quadrat, der Dichte des Wassers von ungefähr einem Kilogramm pro Liter und dann entsprechend dem Volumen des Wassers, was genutzt wird. Dieser Prozess lässt sich nun umkehren bei einem Pumpspeicherkraftwerk. Das heißt, wir haben also das Wasser, das dann im Unterbecken ist, das lässt sich auf das höhere Niveau hochpumpen, indem der Prozess der Turbine oder dass die Turbine umgedreht wird, dass die Turbine als Pumpe dienen kann und das Wasser auf das höhere Niveau pumpen kann. Das heißt, wir haben dann jetzt hier noch die Verbindung nach oben, dass das Wasser also dann auf das höhere Niveau gepumpt werden kann, in das Oberbecken fließen kann, sodass also bei überschüssiger Energie Folgendes passiert. Wir haben also dann den Antrieb der Turbine über die elektrische Energie. Dann fließt das Wasser nach oben und kann dann hier in das Oberbecken fließen und man kann Energie speichern. Das Konzept ist also relativ einfach, was man sich noch angucken kann, natürlich direkt über die Torricelli-Gleichung, welche Geschwindigkeit das Wasser hier unten hat, wenn es an der Turbine vorbeifließt. Auch das ergibt sich einfach aus der Energieerhaltung in erster Näherung, also dass die potenzielle Energie gleich der kinetischen Energie ist. Und daraus resultiert, dass die Geschwindigkeit, mit der das Wasser dann an der Turbine vorbeiströmt, 2 mal g mal h ist also die Wurzel, das ist also die Geschwindigkeit, mit der das Wasser dann hier unten langströmt. Die Pumpspeicherkraftwerke haben den Vorteil, dass sie netzdienlich sehr attraktiv sind, dadurch, dass sie sehr schnell reagieren können. Indem also das Wasser aus dem Oberbecken abgelassen wird, sind sie in der Lage, innerhalb von 1 bis 2 Minuten ihre volle Leistungsfähigkeit zu erreichen. Hier auf der rechten Seite ist das dargestellt, das Turbinenhaus im Maschinenhaus des Pumpspeicherkraftwerks in Vianden in Luxemburg. Das heißt also, das Wasser strömt hier vorbei, hier durch diese Turbinen, treibt die Turbinen an. Die Turbinen haben jeweils eine Leistung von ungefähr 100 Megawatt. Und das Pumpspeicherkraftwerk hat insgesamt eine Leistung von 1,3 Gigawatt im Pumpenbetrieb. Das heißt also, wenn man den Prozess umkehrt, das Wasser nach oben pumpt, kann das Kraftwerk eine Leistung von 1 Gigawatt ungefähr aufnehmen und umwandeln. Das heißt also, netzdienlich sehr schnell Energie ins Netz einspeisen,
oder umgekehrt Netzenergie übertragen, um diese Energie dann zu speichern. Das macht die Sache sehr attraktiv. Nachteil natürlich ist, man braucht entsprechend topologische Regionen, wo man ein Oberbecken und ein entsprechendes Unterbecken hat, mit einem Höhenunterschied. In Vianden sind das knapp 300 Meter Höhenunterschied, um diese Leistungszahlen zu bekommen. Das heißt, wir brauchen natürlich eine entsprechende geografische Topologie. Das ist nicht überall gegeben. Das ist natürlich auch ein starker Eingriff in die Region, in die Umwelt, durch das Bereitstellen oder des Erstellens dieser Ober- und Unterbecken, sodass diese Form der Energiespeicherung zwar technisch sehr einfach ist, auch schon seit vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten schon genutzt wird, um daraus elektrische Energie zu machen, jedoch mittlerweile durch die sehr niedrigen Börsenstrompreise wirtschaftlich nicht so attraktiv ist, neue Anlagen zu errichten, neue Pumpspeicherkraftwerke zu bauen. Da sind andere Speichertechnologien mittlerweile konkurrenzfähiger. Dennoch mittelfristig im Zuge einer Energiewende werden die Pumpspeicherkraftwerke wichtig werden, dass man weltweit Pumpspeicherkraftwerke installiert, um überschüssige volatile Energie aus Windenergie und Photovoltaik technisch sehr einfach und ohne große Verluste mit einem hohen Wirkungsgrad. Der Wirkungsgrad von den Pumpspeicherkraftwerken liegt im Bereich von ungefähr 70%. Das heißt also auch mit entsprechend hohem Wirkungsgrad, technisch sehr einfach bei der Rückverstromung. Lässt sich also die Energie speichern. Das heißt, man hat also die Verluste beim Speichern und also beim Beladen des Speichers, beim Entladen des Speichers von jeweils 15%, sodass sich daraus ungefähr ein Gesamtwirkungsgrad der gespeicherten Energie von 70% ergibt. Das macht das Pumpspeicherkraftwerk wirtschaftlich halt auch nicht sonderlich attraktiv. Dennoch spielen diese Pumpspeicherkraftwerke eine netzdienliche Rolle und werden zukünftig auch eine steigende oder eine bedeutendere Rolle in der Energiewende bekommen.